Okay, schönen Vormittag. Ich werde jetzt einmal in den nächsten 30, 35 Minuten ein bisschen was über die Vereinheitlichung von Systemlandschaften, unter anderem mit Ansible, erklären bzw. berichten. Unter anderem mit Ansible sage ich deswegen, weil ich jetzt keinen stundenlangen Vortrag darüber halten möchte, wie man das am angenehmsten konfiguriert, sondern einfach was so zu beachten ist, wenn man sich so einem Projekt widmet, beziehungsweise wie sich die Arbeitsweise von Systemadministratoren dadurch ändert. Kurz zu mir selber. Also mein Name ist Thomas Schütz, ich bin an und für sich Student an der FH Burgenland im Studiengang IT-Infrastrukturmanagement. Hauptberuflich bin ich IT-Leiter bei der MAN Solutions GmbH, bin dort für die Administration von ca. 200 Servern zuständig bzw. verantwortlich. Dementsprechend ist das natürlich ein großes Thema für uns. Ich selbst bin seit 2000 in der IT tätig, beschäftige mich mit Linux bzw. Open Source Themen ca. seit 2003. Nebenbei bin ich halt in Netzwerkadministration bzw. Windows-Administration genauso unterwegs. Gut, zuerst einmal, wie schaut so der tägliche Ablauf eines Systemadministrators aus? Wir haben, wenn wir da mal schauen, wir haben irgendwo unseren Kunden, wir haben irgendwo unseren Systemadministrator. Gut, was will der Kunde so von uns? Naja, unter anderem ein Entwickler, ich bräuchte irgendwas, genau so, wie du das halt vor einem Jahr gemacht hast. Oder? Du weißt ja noch. Also, ja, wir haben das ja vor 2, 3 Wochen genau so gemacht oder besprochen. Oder, ja, warum dauert das so lange? Auch wahrscheinlich typischer Fall für einen Systemadministrator. Gut, das Einzige, was ein Administrator dazu einfällt, nur sicher. Also, ja, ich weiß einmal ganz sicher, was der andere Mitarbeiter unter Umständen vor einem Jahr gemacht hat. Ich weiß es auch noch viel sicherer, wenn der Mitarbeiter gar nicht mehr im Unternehmen ist. Wahrscheinlich eine der größten Wahrheiten der IT ist, es immer alles dokumentiert. Ich glaube, das kennen wir alle relativ gut. Dokumentation findet zwar statt, aber man zieht nicht immer alles nach. Und dritte Wahrheit ist, Systemlandschaften verändern sich nicht. Das heißt, ja, wir konfigurieren was, wir dokumentieren es vielleicht auch, aber im Nachhinein, es finden Änderungen statt und ob die dann immer dokumentiert werden, ist die andere Sache. Gut, was würde ich mir jetzt als IT-Leiter von so einem Unternehmen wünschen? Konfiguration von Serversystemen sollte reproduzierbar sein. Sprich, ich mache eine Konfiguration einmal und kann diese dann x-beliebig oft duplizieren, beziehungsweise ich kann daraus vielleicht meine Disaster-Recovery-Strategie ableiten. Umgebungen sollten für alle gleichartigen Services halt so ähnlich wie möglich sein. Meistens, wenn man in Unternehmen unterwegs ist, die Software entwickeln, werden Services bereitgestellt, mittlerweile ziemlich viele, aber die verwenden meistens dieselbe Umgebung. Sprich, man hat meistens irgendwelche Applikationsverzeichnisse, die haben bestimmte Berechtigungen, man hat wahrscheinlich seine Java-Umgebung, man hat seinen Tomcat und so weiter. Und man kann klarerweise nicht alles wissen, gerade in Umgebungen, wo man vielleicht 200, 300 Server hat, aber man soll zumindest die Möglichkeit haben, sich irgendwo anzuschauen, was man gemacht hat. Nächster Wunsch, den ich halt so hätte, fehleranfällige Standard-Tasks sind halt automatisiert. Sprich, wenn ich jetzt eine Applikation ausrolle, die eine gewisse Komplexität aufweist, möchte ich die einfach standardisiert haben und ich brauche mich beim nächsten Mal, wo ich das ausrolle, nicht wieder darum kümmern. Gut, fangen wir mal so weit an. Wir haben irgendwo ein System und wir wollen einen neuen Server ausrollen. Wie sieht das in der Praxis so aus? Ich habe mal irgendwo meine Virtualisierungsumgebung. Gut. Darauf aufbauend habe ich irgendwo eine virtuelle Maschine und ich habe eine Betriebssystemumgebung.
Das haben wir bei uns jetzt so weit gelöst, dass wir einfach für virtuelle Maschinen ein standardisiertes Template haben, wo sich einfach nur ein Skript darauf befindet, auf dem man dann einfach IP-Adresse und so weiter konfiguriert. Vielleicht sind auch noch ein, zwei Pakete installiert, aber das war es dann auch schon. In weiterer Folge würde ich dann halt jene Applikationen und Konfigurationen installieren, die auf den Systemen ident bzw. gleich sein werden. Ich habe dann einen ganzen Haufen an Applikationen, die meistens ziemlich gleichartig sind. Das wäre dann der Punkt, wo ich mit Ansible ansetzen kann. Gut, jetzt habe ich ein paar Mal über Ansible geredet. Was ist Ansible überhaupt? Ansible ist an und für sich ein relativ kleines Tool, relativ junges Tool, was in die Richtung entwickelt worden ist, dass es einfach ist. Was kann man damit tun? Man kann orchestrieren, sprich man kann diverse Tasks auf unterschiedlichen Rechnern durchführen. Man kann Tasks automatisieren, sprich wenn ich einen User anlegen will, dann kann ich das damit tun. Und ich kann auch Konfigurationen managen. Sprich, ich habe eine SSH-Config, die auf allen Servern gleich sein soll, kann ich das mit diesem Tool tun. Das Einzige, was ich dafür benötige auf den Client, ist eine SSH-Verbindung und eine Python-Umgebung, die auf Linux-Umgebungen meistens Standard ist, was an und für sich auch für mich ein Vorteil gegenüber vielen anderen Konfigurationsmanagement-Tools ist, weil ich keinen Agent darauf brauche und mich darum nicht kümmern brauche. SSH ist an und für sich relativ robust und ist sowieso da. Und was an Ansible auch relativ schön ist, was aber jetzt kein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Konfigurationsmanagement-Tools ist, es kann auf Spezifika des Clients eingehen. Sprich, ich kann jetzt, egal ob ich jetzt auf einem Reddit-System unterwegs bin oder auf einem Debian-System unterwegs bin, ich kann einfach sagen, ja gut, ich mache das Gleiche, aber das Debian-System reagiert so und das Reddit-System reagiert anders. Angenehm ist auch, es verwendet YAML als Beschreibungssprache, sprich die Konfigurationen, die man tut, sind relativ leicht zu lesen. Ansible verwendet an und für sich ein Inventory, das kann einerseits ein File sein, kann aber andererseits auch in einer Datenbank gelagert sein und dergleichen. Wie schaut das so aus, wenn ich es in einem File habe? Also ich habe da oben halt einfach eine Gruppe stehen, kann dann sagen, ja gut, ich habe jetzt ein paar Server, die heißen, das sind irgendwelche Applikationsserver, haben in dem Fall Nummer 01 bis 03, womit man gleich mal dabei sind, dass es relativ angenehm ist, größere Serverfarmen mit sowas abzubilden. Und ich kann dann noch Variablen zuweisen. Sprich, in dem Fall sage ich halt einfach, gut, das ist jetzt am Standort, also am Hauptquartier. Und ich könnte jetzt sagen, ja gut, wenn der an dem Standort steht, dann bekommt er den Nebenserver, bekommt den NTP-Server und so weiter. Darunter habe ich an und für sich dasselbe noch einmal, nur halt mit einer Webserverfarm. Und kann dann sagen, ja gut, das Ganze gehört jetzt den einen Kunden oder den anderen Kunden. Ansible verwendet an und für sich Module. Diese Module können die sogenannten Facts verwenden. Facts sind an und für sich die Tatsachen, die Ansible auf dem Client-System feststellt und dann aufgrund der gesammelten Daten auf diverse Sachen reagieren kann. Was gehört da dazu? Naja, es gehört die eigene IP-Adresse dazu. Man sieht die Füllstände von Festplatten. Sprich, man kann auch darauf Rücksicht nehmen, ob der Server jetzt schon komplett am Ende seiner Speicherkapazität angegrenzt ist oder nicht. Man kann auch auf den Hauptspeicher eingehen und dergleichen. Also das wird alles in den Facts ausgegeben und Ansible reagiert einfach darauf, je nachdem, ob man das möchte, ob man sagt, dass es soll oder nicht. Gut, Module werden dazu verwendet, dass man eben die Tasks dann durchführt.
Was kann das zum Beispiel sein? Also es kann sein, ich möchte jetzt ein File zentral von meinem Management-Host aus verteilen. Zweites Beispiel ist, ich möchte ein Template, also ich möchte anhand eines Templates Konfigurationen erstellen. Ich könnte mir zum Beispiel ein Template für einen Time-Server herrichten, also für einen NTP herrichten, wo ich jetzt sage, ja, wie ich es vorher beschrieben habe, wenn du an dem Standort bist, dann verwende den Nebenserver und am anderen halt den anderen. Das kann ich alles über Templates abbilden. Das Ganze geht dann so weit, dass man auf einen Load Balancer unter Umständen noch mehrere Member eintragen kann, je nachdem, was man halt braucht oder nicht. Beschreibungssprache ist an und für sich relativ mächtig und es bleibt aber trotzdem relativ gut lesbar. Ja, ich kann damit auch Pakete installieren, also ich habe sowohl Module für YAML, ich habe es für apt, ich habe es für Backman und für alles, was man sonst so braucht. Ja, und ich kann sogar Virtualisierungsumgebungen damit beschießen, sprich ich kann zum Beispiel OWIRT-Templates ausrollen, so wie es wir halt bei uns in der Infrastruktur im Einsatz haben, aber das tun wir zurzeit noch nicht. Was man mit Ansible noch tun kann, man kann eine Ansammlung von Modulen zu Rollen zusammenfassen beziehungsweise sich seine entsprechenden Tasks selber zusammenbauen. Das kann zum Beispiel sein, ich habe standardmäßig in meinem Unternehmen eine Standardumgebung für Applikationen. Sprich, ich möchte mal auf jeden Fall ein Java haben, ich möchte das Applikationsverzeichnis haben, ich möchte irgendeinen User drauf haben, der dann auch gleich drauf deployen kann. Und im besten Fall habe ich auch gleich seinen SSH-Key hinterlegt. Das Ganze sieht dann, also so eine Rolle, ein Task einer Rolle sieht dann in etwa so aus. Ich bin jetzt nicht bewusst auf alles eingegangen, was eine Rolle ausmacht. Also eine Rolle macht einmal auf jeden Fall ein Taskfile aus, also eben so etwas. Es kann eine Ansammlung von Files oder Templates ausmachen. Und es kann auch diverse Aktionen beinhalten. Das habe ich, glaube ich, eher auf der vorherigen Folie gehabt. Und man kann natürlich auch Variablen definieren. Sprich, ich kann auch sagen, ja gut, meine Applikation heißt was weiß ich, FH Burgenland Website. Und ich kann anhand dessen sagen, ja gut, das Applikationsverzeichnis, was jetzt angelegt wird, heißt genau so. Das heißt, ich mache die Konfigurationen, die ich da herstelle, wiederverwertbar. Ja, jetzt nochmal zum Rollenbeispiel. Ich habe da jetzt einige ausgewählte Sachen einfach einmal aufgeschrieben, dass man sich was vorstellen kann, wie so etwas aussieht. Eine Rolle hat eigentlich ziemlich immer einen Namen. Also in dem Fall habe ich einfach gesagt, ich möchte jetzt einfach mal aufräumen und hau alle alten User weg. Ist ja bei gut 200, 300 Servern auch nicht immer so selbstverständlich, dass man immer aufräumt. Ich möchte einige Pakete installieren. Sprich, ich installiere mal zumindest NTP und LESS, je nachdem, was man halt gerne hätte. Ich stelle sicher, dass mein NTP konfiguriert ist, sprich ich nehme ein Template her und kopiere das einfach am Zielserver dorthin, in genau das Verzeichnis, in das File. Und wenn Ansible bemerkt, dass das Ganze überschrieben worden ist, dann möge er bitte den NTP-Daemon restarten. Dem Ganzen kann man dann noch einen Tag zuordnen. Anhand des Tags kann man dann, wenn man größere Rollenfiles beziehungsweise, wie wir es in weiterer Folge sehen, dann Playbooks haben, eingrenzen, was ich jetzt gerade ausführen möchte. Ich habe am Schluss dann noch einmal eine ähnliche Rolle wieder, also einen ähnlichen Task wieder oben. Ich stelle halt sicher, dass der SSHD so konfiguriert ist, wie ich das gerne hätte. Und nimm dabei aber auf die Betriebssystemversion und Distribution Rücksicht. Wie wir alle wahrscheinlich wissen werden, sind die Konfigurationen von Version zu Version nicht immer gleich. Zum Beispiel beim SSH-Daemon. Und auch da sage ich wieder, wenn es soweit ist, also wenn dort was verändert wurde, dann restarte ich den SSH-Daemon. Gut, jetzt kann man sich vorstellen, man hat in einer in
so einer Umgebung nicht immer nur eine Rolle. Also man wird wahrscheinlich seine Rolle haben für die Installation von Java-Files, man wird seine Rolle, also von der Java-Umgebung, man wird seine Tomcat-Rolle haben und so weiter. Das Ganze kann man dann in sogenannten Playbooks zusammenfassen und das dann mit dem Inventory verknüpfen. Sprich, ich kann dann sagen, ich möchte auf die Hosts der Gruppe Application Server folgende Variablen anwenden. Also da habe ich zum Beispiel drinnen stehen, ich möchte Java Version 8 verwenden, ich möchte die Unterversion 72 haben, meine Applikation heißt My Application in dem Fall. Und ich habe zum Beispiel für die Logstash-Konfiguration noch einige andere Spezifika drinnen. Und am Ende des Tages sage ich einfach nur, ich möchte jetzt die Rollen installieren. Das ist in unserem Fall zum Beispiel, dass man die SSH-Rootkeys einmal ausrollt, dass man das Apple-Repository einmal hinzufügt, wenn man auf Red Hat bzw. CentOS unterwegs ist, dass man zum Beispiel seinen Monitoring-Client installiert und dergleichen. Also das kann jetzt x-beliebig lang sein. Man kann auch in einem Playbook mehrere solche Blöcke drinnen haben, falls man auf Host individuell eingehen möchte. Und dieses Playbook kann man dann einfach ausführen. Gut, zur Ausführung selbst, läuft relativ einfach ab. Ich habe jetzt auch kein Demo vorgesehen. Man gibt dann an und für sich nur ein Ansible-Playbook, sagt ihm dann vielleicht noch mit -i, welches Inventory man verwenden möchte. Also man kann auch mehrere Inventory-Files haben und dann gibt man einfach den Namen vom Playbook an. Sofern der User bzw. der User, als der man das ausführt, die entsprechenden Berechtigungen am Zielhost hat, läuft das dann einfach durch. Gut, wie schaut dann das Server-Deployment aus, nachdem man sich mit sowas befasst hat? Also ich bereite einmal meine Virtualisierungsumgebung vor. Das kann jetzt, so wie es bei mir jetzt im Moment noch ist, entweder manuell erfolgen oder man kann das gleich mit Ansible erledigen. In jedem Fall ist bei mir an und für sich vorgesehen, dass man immer ein Template ausrollt. Man führt vielleicht noch eine bestimmte Grundkonfiguration des Hosts durch. Sprich, man konfiguriert einmal zumindest die IP-Adresse, dass man den Host erreicht. Man setzt noch den Hostnamen und schreibt einmal einen DNS-Namen, sofern man das nicht auch gleich über Ansible erledigt hat. Und ab dann geht es eigentlich schon in Ansible los. Sprich, ich passe einmal meine Konfiguration an, beziehungsweise ich erstelle sie. Sprich, ich baue mein Set an Befehlen zusammen, welches für den Host bzw. die Hostgruppe gelten soll. Ich teste das natürlich vorher. Und deploy und roll das Ganze dann, wie ich es eben vorher beschrieben habe, aus. Und in weiterer Folge der Betrieb sieht dann einfach nur so aus, dass man immer wieder die Konfigurationen anpasst, testet und deployt. Anpassen, testen und deployen und dergleichen. Also man sieht, es kommen da schon langsam Einsätze aus der Software, also Ansätze der Softwareentwicklung heraus. Gut, was verwenden wir so als Toolkette, um das Ganze noch etwas angenehmer zu gestalten? Gut, zur Erstellung von Konfigurationen können wir einfach irgendeinen Texteditor verwenden, sei das jetzt VI, sei das Nano, sei das ein Notepad und dergleichen. Das Ganze wäre natürlich nett, wenn es auch versioniert wäre. Zu diesem Zweck verwenden wir einfach Subversion oder Git, je nachdem, was einem lieber ist. Dann geht es halt eher in die Deployment-Schiene hinein. Dazu verwenden wir erstens einmal zur Ausführung des Deployment-Tasks selber Ansible. Gerade in dem Fall, wenn man irgendwas testet, wird man nicht jedes Mal irgendwelche hochkomplizierten Jobs schreiben, sondern man wird zuerst einmal schauen, ja gut, funktioniert das Skript, was ich jetzt erstellt habe, überhaupt. Und wenn man dann soweit ist, dass das Ganze... No, geht. Und wenn man dann einmal so weit ist, dass man seine Tasks fertig hat und so weiter, könnte man natürlich meinen, wir haben ja in der Entwicklung sowieso ein Tool, mit dem wir unsere Software ausrollen. Sprich, wir missbrauchen halt einfach gleich den Jenkins dafür, dass er uns die Ansible-Skripts auch ausrollt.
Es gibt in Jenkins ein Modul, mit welchem man Ansible-Skripts ausführen kann. Das Ganze ist natürlich eine relativ nette Sache, wenn man die Möglichkeit hat, dass man einerseits die Infrastruktur als auch die Applikation auf einem Rutsch ausrollt. Gibt auch an und für sich, wenn man das bis zum Ende durchspielt, Entwicklern die Möglichkeit, dass sie Einblick in die Konfigurationen nehmen. Andererseits, und somit wachsen die zwei Abteilungen eher zusammen, womit wir dann eher beim Thema DevOps sind, was ich aber da jetzt nicht genauer behandle. Gut, ja, was ist mir noch so als nettes Add-on aufgefallen? Es gibt ein angenehmes Add-on, das nennt sich Ansible CMDB, mit dem man einfach anhand der gesammelten Facts von Ansible eine Webseite erstellen kann, wo man einfach die Konfiguration aller Server einsehen kann. Das soll jetzt nicht eine klassische CMDB ersetzen, aber ich finde es halt einfach relativ nett, weil an und für sich eh jeder Host in Ansible drinnen sein sollte, zumindest jetzt jeder, der neu dazukommt. Und anhand dessen, dadurch kriege ich halt immer einen relativ guten Überblick, was sich da so abspielt. In unserem Fall haben wir einfach einen automatisierten Task erstellt, der das jede Stunde einmal ausführt. Damit sieht man, also man sieht es auch da relativ gut. Man kann sich auf einen Blick die aktuelle Speicherauslastung und so weiter ansehen, auch wenn ein Host nicht gemonitort ist. Wobei das Thema Monitoring wieder ein anderes ist, weil wenn man sich mit solchen Tools befasst, hat man natürlich auch die Möglichkeit, dass man das Monitoring gleich automatisiert mit ausrollt. Gut, was sind so die Herausforderungen, wenn man so ein Projekt angeht? Also für Administratoren ist das, ich nenne das immer, ein gewisser Shell-Schock. Sprich, Administrator hat auf einmal irgendwelche riesengroße YAML-Files vor sich, aber er hat an und für sich zur Administration der Systeme kaum mehr eine Shell zur Verfügung. Man sollte, wenn man sowas anfängt, Konfigurationen einfach wirklich nur mehr in Ansible durchführen, weil es sonst wieder auseinanderläuft. Es ist natürlich eine Kulturänderung bei Systemadministratoren, aber andererseits, nach kurzer Zeit erkennt man dann meistens, dass es dann doch sinnvoll ist. Große Herausforderung stellt natürlich die Organisation der Repositories dar, sprich, dass man sich wirklich überlegt, ja gut, welche Rollen brauche ich überhaupt und wie sind die organisiert? Also habe ich jetzt immer pro Applikation eine große Rolle oder habe ich jetzt für jedes einzelne Teil da drin eine Rolle? Sollte man sich gut überlegen und man sollte sich auch immer wieder sein Repository anschauen und entsprechend anpassen. Ja, was bei IT-Leuten oft irgendwo in den Hintergrund gerät, ist die Kommunikation. Also einerseits dadurch, dass die Sachen versioniert sind und nicht immer am Server die aktuellste Version liegt, sollte man natürlich auch sicherstellen, dass bevor man irgendwas ausrollt, eincheckt und so weiter, dass nicht ein anderer genau vor 2 Minuten an dem gearbeitet hat. Das funktioniert in kleineren IT-Abteilungen wie bei mir relativ gut. Wie es in größeren ist, kann ich so jetzt leider nicht beurteilen. Was auf jeden Fall auch wichtig ist, gerade wenn man sich in der Einführungsphase eines solchen Projektes befindet, dass man auch mit den angrenzenden Abteilungen darüber redet, was man da jetzt vorhat. In der ersten Zeit wird es sicher nicht so sein, dass man genauso schnell auf Änderungen an der Infrastruktur bzw. in Deployments reagiert, wie man es vorher getan hat, weil man ja erst alle Rollen und Playbooks und dergleichen erstellen muss. Und wahrscheinlich auch noch relativ viel Know-how ansammeln muss. Ja, wie ich auch vorher schon angesprochen habe, Versionierung ist sicher immer wieder ein Thema. Soll auch schon vorgekommen sein, dass man irgendwo noch eine veraltete Version im Repository gehabt hat oder gerade was ein Kollege vor 2 Minuten eingecheckt hat und dementsprechend dann irgendwas nicht funktioniert hat. Was vielleicht dazu beitragen kann, dass das Ganze einfacher ist, dass man sich mit seinen Kollegen darauf einigt, dass man vielleicht nur das eincheckt, was auch funktioniert. Gut,
Und was man auch tun sollte, ist das Ganze, was man da jetzt einmal geschrieben hat, kontinuierlich zu testen bzw. zu verbessern und natürlich auch zu reviewen. Also Betriebssysteme verändern sich, es finden halt Updates statt, es werden Sachen gepatcht, auch bei Applikationsservern wie einem Tomcat und dergleichen ist es so. Man kann nicht immer sagen, dass das, was ich heute geschrieben habe, in einem Jahr noch immer genauso funktionieren wird. Dementsprechend immer, es wird einen, wenn man das Ganze halbwegs sauber angeht, schon die Möglichkeit gegeben, dass man relativ schnell Testsysteme zur Verfügung stellt und dort dann einfach mal probiert, das auszurollen, was man da jetzt gemacht hat und einfach zu schauen, ob das dann noch immer funktioniert. Eine Challenge, die da vielleicht nicht draufsteht, ist an und für sich das Updaten selbst, beziehungsweise das Wiederentfernen von durchgeführten Konfigurationen. Natürlich muss man in die Playbooks auch solche Szenarien berücksichtigen. Sprich, wenn ich jetzt von einem Server eine Applikation wegnehmen will, muss ich das natürlich genauso skripten und muss das genauso immer wieder nachziehen. Das heißt, es können mit der Zeit die Playbooks schon extrem lang werden. In unserem Fall ist es dann auch so, dass wir die User, die wir irgendwann einmal hinzufügen und welche das Unternehmen verlassen, dann genauso so wieder hinausnehmen. Das sind zum Beispiel auch Jobs, die jeden Tag in der Nacht laufen. Dass man ja sicherstellt, dass die auf jeden Fall weg sind. Gut. Ich war ein bisschen schneller, als ich gedacht habe. Jetzt noch einmal zum Bild von vorher. Kunde hat gesagt, ich bräuchte etwas, so wie er das in etwa vor einem Monat oder zwei Monaten haben wollte. Sollte man jetzt an und für sich ohne Problem hinkriegen. Du weißt ja noch, na, ich weiß nicht, aber ich kann nachschauen, beziehungsweise ich kann lesen, was ich gemacht habe. Und außerdem, und jetzt ist schon passiert. Also jetzt habe ich schon erledigt. Gut, was hat sich jetzt verändert? Die Arbeitsweise des Sysadmins hat sich verändert. Dabei könnte man den Jobtitel eines Systemadministrators verändern, insofern, dass er jetzt eigentlich kein Systemadministrator mehr ist, sondern Infrastrukturentwickler. Sollte man vielleicht in Frage stellen. Anpassungen an der Infrastruktur wären auf einmal nachvollziehbar. Sprich, ja, Systemadministrator hat was geändert, er hat das Ganze von mir aus dem Source Code Repository eingecheckt und ich kann mir jetzt die Historie anschauen, wann er was geändert hat und wie sich das verändert hat. Infrastruktur wird zumindest in unserem Fall automatisiert aufgeräumt, sprich ich kann alte User löschen, ich kann alte SSH-Keys ausräumen, ich kann von mir aus automatisiert Files wegwerfen, wenn ich das möchte und dergleichen. Und weil ich vorher geschrieben habe, Dokumentation, ja, aber in dem Fall ist die Dokumentation die Konfiguration. Wie wir vorher gesehen haben, sind die Rollenfiles bzw. Playbooks relativ gut lesbar. Das heißt, wie es der Herr Matzinger im Unterricht sagen würde, wir schreiben jetzt an und für sich keine Software mehr, sondern wir schreiben eine Geschichte. Gut, was kann ich jetzt für mich daraus ziehen? Erster Einstieg, also die ersten paar Files verteilen und vielleicht Konfigurationen verteilen, geht relativ flott. Wie es auch in der normalen Systemadministration ist, wenn ich eine komplexere Aufgabenstellung habe, wird das natürlich auch komplexer und dementsprechend muss ich mich auch einlesen. Also wir haben schon so ein, zwei Rollen bzw. Playbooks gehabt, wo wir sicher einen halben Tag bis Tag daran gesessen sind. Wissenstransfer ist an und für sich gewährleistet. Sprich, wenn jetzt ein Kollege heute was tut und morgen im Urlaub geht, kann ich auch nachvollziehen, was der gemacht hat. Und wenn mich jemand aus der Softwareentwicklung anruft, kann ich auch nachvollziehen, was mein Kollege getan hat. Genauso verhält es sich natürlich dann auch, wenn Mitarbeiter ausscheiden. Es erleichtert man natürlich auch das Recovery. Sprich, wenn ein Server jetzt wirklich einmal nicht mehr anläuft, beziehungsweise wirklich defekt wird, brauche ich jetzt nicht mein letztes Backup suchen und, also ja, ich sollte es schon suchen, aber ich brauche jetzt nicht anfangen, das Betriebssystem vom Band oder von Disken zurückzuspielen, sondern ich reproduziere es einfach.
Bedeutet, die Steigerung der Qualitäten der Systemadministration findet natürlich statt. Dadurch, dass man alles sieht, es ist alles transparent und es funktioniert an und für sich relativ schnell. Gut, ich war jetzt wirklich relativ schnell fertig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja, zuerst, du kennst mich schon. Erstens, wie lange macht es jetzt Einsatz schon, beziehungsweise habt ihr vorher Evaluierung gemacht, welche Tools es gibt und warum habt ihr für Einsätze entschieden? Wir führen das Projekt jetzt seit gut einem halben Jahr durch. Ich habe mir immer wieder andere Konfigurationsmanagement-Tools angesehen, also ich habe mir die CF-Engine damals angesehen, ich habe mir Puppet angesehen und dergleichen. Wahrscheinlich tun die Tools alle dasselbe. Das, was für mich wirklich reizvoll war, dass ich meine Konfiguration angeschaut habe und einfach gesehen habe, gut, und genau so ist es und genau so wird es jetzt. Und in zweiter Linie ist natürlich das Deployment über SSH immer ein Argument. Und bezüglich der Einführung von dem Ansible, habt ihr angefangen, einfach einfache Skripts am Anfang und die aber dann gleich deployed, allgemein, also, und dann im Zuge gewachsen, oder habt ihr quasi euer schönes Setup in ein Testlabor aufgesetzt und dann einfach alle losgelassen? Wir wollten das Ganze einfach Schritt für Schritt einführen, also man kann jetzt nicht sagen, gut, und ab heute verwende ich jetzt nur mehr Konfigurationsmanagement-Tools, das ist einfach illusorisch und das funktioniert nicht. Also wir haben einfach gesagt, wir fangen jetzt damit an, und wenn ein neues System bzw. eine neue Applikation in Betrieb gegangen ist, dann haben wir das einfach schon so in Betrieb genommen. Alles klar. Danke. Bitte sehr. Wie ich es jetzt gerade gesagt habe, also wir haben einmal ganz sicher nicht alles umgestellt. Bei 200, 300 Servern ist das auch innerhalb von einem halben Jahr eher schwierig. Und wir werden das Ganze einfach kontinuierlich übernehmen. Also sprich, es wird schon noch Server geben, wo man sich halt auf der Shell bewegt. Glaskugel. Wird sich weisen. Bitte so. Ansible arbeitet ja im Push-Modus. Haben Sie den Pull-Modus auch Erfahrung gemacht? Gepullt haben wir nie, nein. Also wir haben hauptsächlich immer nur im Push-Modus gearbeitet. Na gut, falls es dann noch Fragen gibt, ich stehe dann noch 10 bis 15 Minuten draußen. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Spaß auf deinen Linux-Wochen.